Am 18. Februar, also genau einen Tag nach der Alpinen Ski-WM 2013 in Schladming, haben die Landeshauptleute Franz Wowes und Hermann Schützenhöfer gemeinsam mit ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel und Schladmings Bürgermeister Jürgen Winter sowie Steiermark-Tourismus-Geschäftsführer Georg Bliem Bilanz über das Skifest mit Herz gezogen. Also man muss trennen, seit damals haben wir dann getrennt, zwischen der Veranstaltung und den Investitionen. Investitionen sind keine Kosten, das weiß jeder, der in der Wirtschaft tätig ist. Investitionen ist eine und Veranstaltung ist das andere. Und der Skiverband hat seit Saalbach das alleinige Risiko für die gesamte Veranstaltung. Also alles, was da passiert, die Tribünen, die aufgebaut werden, die Reinigung der Straßen, alles, die ganzen Volontäre, die wir bezahlen, die ganzen Fixangestellten, die wir haben, das Ticketing, alles, was damit zusammenhängt, das volle Risiko hat der Skiverband. Die ganze Werbung, die wir machen, und man kann Kevin Kosten einladen oder den Gabalier, wir tragen das Risiko. Und keine Mittel seitens der öffentlichen Hand. Auf der anderen Seite gibt es eben die Investitionen, die natürlich da auch passiert sind, aber die den Skiverband ja nicht betreffen. Ich bringe das Beispiel mit der Kläranlage. Der Skiverband hat nichts von der Kläranlage in Schladming, bitte. Da haben wir gar nicht, wenn sie vorgezogen wurde, als Investition ist das sicher sehr, sehr gut und wichtig. Wir machen die Veranstaltung und besser, glaube ich, geht es nicht. Jetzt kriegt man eine Riesenveranstaltung her mit einem riesen Publikumsecho, mit einem riesen weltweiten Echo und unglaublicher Werbung. Und die kostet eigentlich nichts, weil der Skiverband das komplette Risiko trägt. Und was rundherum passiert, das ist teilweise must have, teilweise nice to have. Wenn Sie nach Waldisère gehen, haben Sie eine WM, stehen lauter Container dort. Da gibt es keine Investition, lauter Container. Die Frage ist, wollen wir so Land herzeigen? Das ist die andere Frage. Also noch einmal, von unserer Seite aus, wir sind zufrieden. Wir haben ungefähr 300.000 Zuschauer gehabt. Das ist sehr, sehr viel. Das ist am meisten aller Weltmeisterschaften. Und wenn Sie als Vergleich nehmen, wir haben kurz vorher diskutiert, das habe ich vergessen zu sagen. In Kitzbühel haben wir rund 80.000 an drei Tagen Zuschauer. Die direkten Steuern sind 30 Millionen Euro. Jetzt kann man Mehrwertsteuer, Getränkesteuer und alles, was da gibt. Jetzt kann man sich ausrechnen, was allein an Steuern in 14 Tagen in Schladming hereinkommt. Das muss man auch irgendwo noch einmal, glaube ich, ins Kalkül ziehen. Wir sind sehr zufrieden also mit der Veranstaltung. Gratuliere unseren Partnern von der Sicherheit, vom Verkehr. War ganz toll gelöst, der Verkehr. So viele Leute, alles über Busse, alles über Eisenbahn, klaglos. Wir haben also keine Probleme gehabt, keine Unfälle, Gott sei Dank. Das könnte ja passieren, dass man bei so vielen Leuten Schwierigkeiten hat, also Panik entsteht oder was immer. Alles nicht passiert, sind wir sehr, sehr froh. Und wir sind glücklich, dass es diese Weltmeisterschaft gegeben hat in der Steiermark. Ich bedanke mich auch beim Land, bei euch beiden, auch bei der Gemeinde und auch beim Tourismus für die tolle Zusammenarbeit. Die war ganz, ganz toll. Ich würde es morgen wieder machen, wenn es möglich wäre. Leider ist es heute so schnell nicht mehr möglich. Danke. Wir sind stolz auf Schladming, auf die Region, auf die Menschen dieser Region. Denn Sie wissen, wir behaupten immer wieder, wir sind ein gastfreundliches Land. Und diese 14 Tage haben das bewiesen. Das grüne Herz Österreichs hat sich von der besten Seite gezeigt. Und so viele Menschen haben mich angesprochen und gesagt, die Herzlichkeit, die uns in Schladming, die uns in der Steiermark entgegenkommt, die gibt es nirgendwo auf der Welt. Und das ist das schönste Kompliment, das wir eigentlich hören können. Und es zeigt, dass mit Herz und Seele alle dabei waren. Und da kann ich nur als Tourismusreferent auch dankbar sein. Und ich möchte schon schließen und sagen, der Landeshauptmann und ich haben gesagt, okay, es gibt einen Sportkurs, aber ein paar Prioritäten wollen wir setzen. Das ist die Forschung und Entwicklung. Wir sind Forschungsland Nummer 1 in Österreich und in Europa Vize-Weltmeister nach Baden-Württemberg. Und bei ein paar Projekten wollen wir die Steiermark in den Mittelpunkt stellen. Ein solches Projekt war diese WM in Schladming, wo wir 50 Fernsehstationen hatten, die Bilder in alle Welt hinaustragen von einem besonders privilegierten und schönen Flecken dieses Landes. Und das zahlt sich aus.
Wir haben gesagt, wenn wir uns um die WM bewerben, ich war ja in Miami damals dabei, der Landeshauptmann in Kapstadt, da haben wir dann sozusagen die WM nach Hause gebracht, dann kein Containerdorf, dann ordentlich. Auch in Zeiten des Sparens müssen Prioritäten gesetzt werden und ich denke, das ist uns gelungen. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte auch nur einladen, alle Steirerinnen und Steirer, alle Österreicherinnen und Österreicher, sind wir einfach nur stolz. Denn jede Kritik, die ich heute in den Medien nachgelesen habe, verfolgt habe, sie kommen immer zu einem Schluss, eine glanzvolle Weltmeisterschaft. Und ich durfte ja selbst einmal als Sportler viele Weltmeisterschaften, Olympische Spiele erleben. Glauben Sie mir eines, ich habe so ein wunderbares Publikum selbst im Sport noch nie erlebt. Und ich sage, dieses wunderbare Publikum hat Schladming und die Region selbst zum Weltmeister gemacht. Und das wird uns touristisch, das wird uns als Steiermark noch unglaublich helfen. Es wurden in Summe 400 Millionen investiert. Aber Kollege Schützenhofer hat es jetzt schon angedeutet. Es waren 190 Millionen der öffentlichen Hand, es waren 50 Millionen des Bundes in etwa und 140 Millionen des Landes. Das Land über 5 Jahre hindurch, wovon nur 63 Millionen WM-relevant waren. Das heißt, von den 400 nur 63 Millionen WM-relevant. Das heißt, es ist schon zum Teil in Trainingsstrecken neu, in Haus, auf der Reiteralm, in das Zielstadion, da sind schon einige Gelder geflossen, die Planeibahnen GmbH hat sich auch entsprechend eingebracht, aber das waren in etwa 23 Millionen, die noch unmittelbar für den Sport, aber das auch auf Zeit gesehen, weil wir hoffen ja weiterhin, nicht nur den Night Race vielleicht dazu haben, so wie andere sich auch reißen um diese Bewerbe. Und alles andere waren Investitionen, die sehr gezielt die Region in den nächsten 30 Jahren vorne halten sollen. Bitte, Herr Bürgermeister. Geschätzte Damen und Herren, auch von meiner Seite noch einmal grüß Gott. Ich freue mich als Bürgermeister auch hier mit dabei zu sein und in erster Linie möchte ich natürlicherweise auch meine ersten Worte in die Richtung der Herrschaften da lenken. Der Herr Präsident, die beiden Herren Landeshauptleute sind ja hauptverantwortlich und darum mein Dank, dass diese Weltmeisterschaft 2013 in der Steiermark in Schladming stattgefunden hat. Und es war wirklich auch als solches empfunden, ein Leuchtturmprojekt, ein Generationenprojekt, das es hier auch gegolten hat, in den letzten 4,5 Jahren umzusetzen. Und neben dem, dass ich bei Ihnen allen auch Danke sagen darf und wirklich Hochachtung aussprechen darf, möchte ich das auch für die Schladminger Bevölkerung in der Region auch sagen, weil die haben durchaus diese angesprochenen Investitionen an eigenen Leib und Seele verspürt, indem das halt durchaus nicht immer nur lustig war, sondern auch Lärm und Stab und alle möglichen Geschichten hier auch der Fall waren, aber es hat sich ausgezahlt. Und wenn ich heute über den Hauptplatz gegangen bin in der Früh und schon gesehen habe, wie sauber die Stadt wieder ist, dann macht dann das auch besonders stolz und froh, wenn man über Steiermarkdorf Richtung Rathaus geht. Und die Schladmingerinnen und Schladminger, die Bevölkerung aus der Region, sagen, wie stolz das sind und dass sie so eine tolle Veranstaltung erlebt haben, dann gibt uns das auch vor allem insofern recht, was der Herr Landeshauptmann, mein Gemeindereferent, Landeshauptmann, Stellvertreter und auch der Herr Präsident schon gesagt haben, dass hier sehr gut auch das Ganze eingesetzt wurde. Es sind sehr viele Freiwillige unterwegs gewesen, ist ja auch schon angesprochen worden, aber was mir also wichtig ist, dass diese angesprochenen Investitionen, 1200 neue Betten, auch schon Auswirkungen haben im Positiven. Wir haben gerade im Jänner jetzt da wieder 8% Steigerung bei den Nächtigungen. Kommt ja nicht von ungefähr, sondern es ist eben hier eine nicht nur sehr gute Nachhaltigkeit, sondern die Region ist zukunftsfähig gemacht worden mit dieser WM, durch diese WM und vor allem auch mit dem Weitblick der Landesregierung und dafür auch noch einmal Hochachtung und Gratulation. Und ich bin da auch sehr guten Mutes, dass das Ziel, das, was man sich auch gemeinsam gesetzt hat, in der Region Schladming-Dachstein und der Geschäftsführer
der Planeier Hurzenbahn, Georg Blim, hat es ja auch mit uns gemeinsam immer auch formuliert. Wir wollen eine der führenden Ganzjahresdestinationen Europas werden, damit wir hier wirklich auch unsere knapp 2,8 Millionen Nächtigungen nicht nur halten, sondern auch steigern können, um so einen wesentlichen Beitrag auch zur Wirtschaftsleistung der grünen Steiermark, des grünen Herzens hier auch schaffen können. Und dieses Herzblut, was dabei war, bei jedem einzelnen Verantwortlichen, das hat dazu beigetragen, dass es wirklich die Herzens-WM geworden ist. Eine WM, die was wirklich mit dem hervorragenden Motto auch ausgesucht wurde. Und wenn der Hopsi da vorne steht und der auch seine Zähne blinken lässt und strahlt über das ganze Gesicht, dann darf es versichert sein, das ist nicht nur hier in Graz bei der Landesregierung der Fall, sondern bei jedem Einzelnen auch in der Bevölkerung. Und das möchte ich auch noch einmal transportiert haben, herunter in die Landeshauptstadt, wo wir ja gemeinsam 2017 auch ein weiteres großes Projekt für die Steiermark, die Special Olympics Weltwinterspiele, wieder veranstalten dürfen und hier auch diesen Schwung aus der WM 2013 mitnehmen. Und wenn der Präsident gesagt hat, es hat sich St. Anton beworben, Saalbach beworben, die haben auch schon WMs gehabt. Ich habe mich seinerzeit vor der WM, habe ich mal gesagt, zum Herrn Präsidenten, ein bisschen scherzhaft, ich möchte gerne dann die übernächste wieder haben, dass sie bei uns in Schladming stattfindet. Die übernächste, habe ich gesagt, weil das war mir klar, die nächste geht nicht, aber sollte es die nächste sein, nehmen wir es auch. Gut, danke.